Hallo zusammen, liebe WinKids. So cool, dass ihr da seid, so cool, dass wir die Möglichkeit haben, mit euch zusammen Ostern zu feiern. Wir haben etwas Kleines vorbereitet für euch, wo wir heute zusammen Ostern feiern wollen. Wir wollen zusammen das Fest, wo Jesus auferstanden ist, miteinander geniessen. Und für das habe ich schon mal eine kleine Info für euch. Wir versprochen, wie letzte Woche angesagt, machen wir heute ein Quiz. Ihr habt ja hoffentlich die ganze Woche zusammen die Bibel gelesen mit euren Eltern. Ihr habt die Geschichte gelesen. Und wir machen heute ein Quiz. Und dazu seht ihr jetzt dann gerade die Folie. Ihr könnt euch einloggen auf dem Handy. Ihr braucht den Computer, um die Fragen und das Quiz zu schauen. Das heisst, ihr euch einloggen auf dem Handy auf www.kahoot.it oder auf der Kahoot-App. Den Link zu diesen Apps findet ihr jetzt im Kommentar, auf dem YouTube-Live-Kommentar. Und dann müsst ihr euch einloggen mit dem Gamepin 975-8660. Und dann dünnt euch doch einloggen mit einem Familiennamen, mit eurem Familiennamen, damit wir wissen, wer alles mitspielt und damit es noch einfacher ist, noch zu schauen, wer der Gewinner ist. Falls ihr daheim sind und keine Kinder habt und gleich wollt mitspielen, dann bitten wir euch, dass ihr das Game einfach für euch spielt, dass ihr euch nicht einloggen, sondern dass ihr selber für euch spielt, weil unser Fokus wirklich soll auf den Kindern liegen und die Chance für die Familie und die Kids soll bestehen, in diesem Spiel ein Preis zu gewinnen. Mehr dazu gibt es nach dem Worship. Der fängt jetzt nämlich gerade an mit dem Andu und darum viel Spass. Hallo zusammen. Ich war lange vor und ich bitte euch jetzt, dass ihr alle mitmacht. Und tut eure Eltern dazu auch motivieren, denn ihr wisst ja alle Bewegungen. He? Du bist mein Vater. Du bist mein Schöpfer, du bist der Beste von der ganzen Welt. Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer, ja, ich schenke dir mein kleines Herz. Du begleitest mich für Schritt und Tritt durch mein schönes Leben. Ja, du hast mich ganz fest oben, du lässt mich nie mehr los. Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer, du bist der Beste von der ganzen Welt. Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer, ja, ich schenke dir mein kleines Herz. Du begleitest mich für Schritt und Tritt durch alles, was ich erlebe. Ja, du hast mich ganz fest oben stören und lass mich nie mehr los. Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer, du bist der Beste von der ganzen Welt. Du bist mein Vater, du bist mein Schöpfer, ja, ich schenke dir mein kleines Herz. Ja, ich schenke dir mein kleines Herz. Ja, ich schenke dir mein kleines Herz. Ihr kennt alle Bewegungen, hä? Vater im Himmel, ich schenke dir mein kleines Herz. Kommt, macht's alle. Vater im Himmel, ich schenke dir mein kleines Herz. Yeah! In meinem Herz ist Gott willkommen, in meinem Herz zmitzt in mir. In meinem Herz soll Gott leben, in meinem Herz und rings um mich. Zmitzt in mir und rings um mich und zmitzt in mir und rings um mich, rings um mich. In meinem Herz ist Jesus willkommen, in meinem Herz zmitzt in mir. In meinem Herz soll Jesus leben, in meinem Herz und rings um mich. Zmitzt in mir und rings um mich und zmitzt in mir und rings um mich und zmitzt in mir. Ja, ich komme.
rings um mich und mit mir, mit mir und rings um mich und mit mir. In meinem Herz ist Jesus willkommen, in meinem Herz mit mir. In meinem Herz soll Jesus leben, in meinem Herz und rings um mich, mit mir und rings um mich. Rings um mich und mit dir und rings um mich und mit mir. Tschüss zusammen. So cool, hey. Danke, Andu. So genial. Ich liebe es, wenn der Andu mit uns zusammen Worship macht. Und ich hoffe, dass wir das schon gleich wieder mit der Adlo und den Vorschulkindern live miteinander können erleben. Jetzt habe ich noch mal ein, zwei Infos, bevor wir dann definitiv mit dem Game anfangen. Und zwar, noch mal wie gesagt, loggt euch ein mit eurem Familiennamen. Wir sehen schon, alle Gassen sind schon dabei, Cools sind schon dabei, Sobüs, Gauchi sind dabei. Loggt euch ein, wir warten noch ein paar Minuten, bis alle drin sind. Ich erkläre vorher, seither schon mal, wie das Game genau funktioniert. Und zwar werden immer Fragen auftauchen und von diesen Fragen werden jeweils 20 Sekunden Zeit haben, um rechtzeitig oder die richtige Frage auszuwählen. Und es gibt Punkte für das, ob es die richtige Frage ist, und es gibt Punkte dafür, ob es genug schnell ist. Das heisst, je schneller das man ist, desto mehr Punkte kriegt man. Und wenn es die richtige Antwort kriegt, ist, dann kriegt man natürlich auch Punkte. Das heisst, am Schluss ist der, der am schnellsten die richtige Antwort gegeben hat, der, der am meisten Punkte bekommt. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass ihr die Fragen gut leset, dass ihr sie gut leset, damit ihr die richtigen Antworten geben könnt. Weil, wenn ihr je nachdem falsch leset oder nicht nur gut leset, dann drückt ihr etwas Falsches und das wollen wir ja verhindern. Jetzt, ein Spiel macht dann Spass, wenn es ein Preisli gibt. Und für das haben wir uns ein spezielles Preisli ausgedacht. Und zwar bekommt die Siegerfamilie zusammen eine Nacht, wo ich bei ihnen koche. Und keine Angst, ich kann gut kochen. Das heisst, ich komme zu euch kochen, wenn ihr das Spiel gewinnt. Darum noch ein bisschen zusätzlichen Anreiz. Loggt euch ein mit eurem Familiennamen. Und wenn ihr gewonnen habt, am Schluss zeigt es an, wer gewonnen hat. Wenn ihr gewonnen habt, dann meldet euch nach dem Game entweder bei mir per E-Mail auf joel.fischer@vineyard-bern.ch oder wenn ihr meine Telefonnummer habt, dann schreibt mir ein SMS oder schreibt direkt in Livestream-Chat rein, damit wir sehen, wer gewonnen hat. Wir warten noch mal ein bisschen. Ich sehe gerade, es haben sich noch nicht so viele Leute eingeloggt, aber das ist gut für die, die sich eingeloggt haben. Die haben noch umso mehr Chancen. Wir warten noch ein kleines Moment. Ich sage es nochmal, der Gamepin 975-8660 unter www.kahoot.it oder mit der Kahoot-App. Okay, dann fangen wir an mit dem Game. Für das ist es wichtig, nehmt euer Handy zur Hand, sind bereit und es geht los. Ich sage Game ab. Jetzt die richtige Frage anklicken auf dem Handy. Okay, jetzt hat niemand die Frage angekritzelt. Das heisst, ihr müsst draufdrücken auf dem Handy. Und wir gehen weiter. Wir schauen jetzt nochmal auf dem nächsten Game, auf der nächsten Seite.
Also das heisst, so wie es aussieht, funktioniert etwas nicht so ganz recht mit der Fragenbeantwortung. Wir können gleich einfach die Fragen durchlaufen und wir können sie daheim gleich beantworten. Und ich kann noch die richtige Anzahl von Fragen hinschreiben im Chat. Das war es mit unserem Quiz. Wie ihr gesehen habt, hat es leider nicht so wirklich funktioniert mit den Antworten. Irgendwie war das ein technisches Problem. Wir werden aber ein Quiz auf jeden Fall in dieser Art und Weise nochmal irgendwann durchführen. Jetzt, wenn ihr die Fragen daheim beantwortet habt, dann schreibt doch rein, wie viele Fragen ihr richtig habt. Schreibt rein, wie viele Fragen ihr gewusst habt. Da tun wir Vertrauen auf eure Ehrlichkeit. Und insofern sehen wir nachher dort, ob jemand gewonnen hat. Ansonsten koche ich halt für mich selber mit meinen Mitbewohnern daheim zur Nacht. Was auch nicht so schlimm wäre, wenn wir genauso gerne essen. Hey, das war es von uns von heute vom Kinder-Livestream. Ich hoffe, dass ihr etwas habt können lernen in dieser Woche über die Ostergeschichte, über die Geschichte von Jesus, dass ihr an diesem Quiz noch mal ein paar Sachen können auffrischen und ich wünsche euch jetzt in diesem Sinn eine gute Ostere. Ich hoffe, dass ihr heute habt können feiern, dass ihr morgen noch können feiern und viel Spass nachher im Gottesdienst-Livestream. Bleibt doch noch dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Macht's gut, ciao zusammen.